Servus Leute, zurück zu Let's Play Songs of Conquest. Genau, wir sind in der dritten Mission von der Aalion-Kampagne oder Song of Cecilia. Erster Song. Hab hier schon angedeutet und das wiederhole ich gerne nochmal. Nach dieser Mission werde ich in der chronologischen Reihenfolge weitermachen, beziehungsweise wie es die Entwickler eigentlich chronologisch vorsehen. Heißt, wir werden Aalion eine lange Zeit erstmal wieder nicht sehen, weil die letzte Aalion-Mission ist, glaube ich, die vorletzte der gesamten Chronologie. Dementsprechend, ja, gibt es noch einiges davor zu tun. Wir wurden das letzte Mal von Sturmhelm angegriffen. Wir wurden von Fae von unten angegriffen. Wir werden dauernd nur angegriffen. Und ich habe keinen Plan. Also, die spawnen auch einfach random. Die haben keine Base hier. Dementsprechend, ja. Heißt das, ich muss mich hier weiter um Sachen kümmern, wie zum Beispiel Sachen kaufen, zum Beispiel. Sachen kaufen ist nicht schlecht. Sachen kaufen kann man immer machen. Ich kann aber erstmal verkaufen. Verkaufen ist auch nicht schlecht. Ich habe sehr viel von diesem Zeug. Also ich habe keine große Verwendung dafür. Besonders, dass ich zwei dafür bekomme. Ich habe sehr viel Holz und nicht viel Verwendung dafür. Was ich allerdings Verwendung habe, ist dafür. Gut, und jetzt brauche ich erst eher Geld. Jawohl, weil jetzt kann ich hier schön forschen. Ich hätte gern auch mehr von denen, mehr Saboteure. Da brauche ich Bernstein. Habe ich zum Glück genügend. Dann hätte ich gerne auch von denen mehr. Auch wenn ich das nicht so wirklich mir erlauben kann. Mehr Gold. Mehr Gold hört sich doch Premium an. Mehr Schimmergewebe. Ja, doch mehr Schimmergewebe. Daraus kann man viel Gold machen. Dann warten wir mal eine Runde. Das sind ein paar leckere Forschungen, die es hier gibt. Ach so, das kostet immer mehr. Okay. Wollte gerade sagen. Und jetzt kommt schon wieder der nächste. Naja, meine Mission ist ja, verteidige das Gebiet. Deswegen macht es schon Sinn, dass ich jetzt pausenlos angegriffen werde. Nervig ist es trotzdem. Jetzt kommt einer von Loth. Da habe ich zwar auch ein paar Truppen drin, aber die werden... Oh, der läuft durch. Na gut, dann begrüßen wir ihn doch mal. Was will der von einem? Bewahrte Gebeine, Legionäre, Kultisten, Geschwänzte, aurelianische Gelehrte. Aurelianische Gelehrte? Toxiologe, okay. Baron Aldus von Loth. Eine gewaltige Armee Untoter marschiert im Gleichklang hinter der vertrauten Gestalt des Aldus von Loth. Menschen in seltsamen Roben und greise Gelehrte reisten mit diesen Monstern. Offenkundig brachte die Anwesenheit untoter Kameraden sie nicht aus der Ruhe. Baron Aldus, was soll diese üble Tat? Dienen diese Abscheulichkeiten euch etwa? Im Gegenteil. Dies ist eine edle Tat. Dies sind lediglich Soldaten der Kaiserin. Vor langer Zeit leisteten sie den Eid, Aalion und das Aurelianische Imperium zur Verteidigung, ihm so lange wie nötig zu dienen. Und es ist nötig. Ihr seid verblendet. Diese Kreaturen verderben selbst den Boden, auf dem sie gehen. Lediglich eine kurzfristige Unannehmlichkeit. Man versicherte mir, dass nach der Rückkehr Kaiserin Aurelias das Land geheilt wird. Die Kaiserin Aurelia? Aldus, das ist Wahnsinn! Das dachte ich auch einst, aber ich habe sie erblickt und sie ist prachtvoll. Stellt euch vor, die Baroninen würden sich vereinen und selbst Baja würde in die Gemeinschaft zurückkehren. Schließt euch dem Bündnis an, Cecilia Tapferherz. Leistet den Eid und kniet an meiner Seite zu Aurelias Füßen. Gemeinsam werden sie selbst die ruhmreichen alten Zeiten in den Schatten stellen. Nein, niemals! Nein, aber... Ihr vergesst eure Geschichte, Baron. Tapferherzen knie niemals. Tapferherz fällt niemals. Macht euch bereit, Baron. Okay, der Baron ist kein Problem. Okay, das sind interessante Einheiten.
Sind das alles Lolth? Ist das sozusagen hilflos? Kann nicht vergelten. Ja, wohl. Arkane Beschränkung kann nicht vergelten. Es sind aurelianische Gelehrte. Sind das sozusagen die Lulz, Losaktivitäten bzw. Truppen? Genau, wir hatten die kennengelernt, wir haben die kennengelernt. Wir haben auch die kleineren Versionen, die hatten wir auch schon mal gesehen. Alle anderen Truppen sind mir neu. Ich schaue nochmal nach. Unendliche Vergeltung, ist es garstig? Das ist Legionen. Von einhäckselt. Oh, einschüchtern. Also um sie herum haben sie eine starke, stark schwächende Fähigkeit. Müssen aber erstmal, ja, die haben nicht viel Bewegung. Gefällt mir schon gar nicht. Also muss schon sagen, hier. Na gut, in der Verteidigung vielleicht. Ah, in der Verteidigung doch. Weil die haben ja auch nicht viel Reichweite zum Laufen. Ich laufe ja, normalerweise warte ich ja auch hauptsächlich. Die hingegen. Giftig. Ich denke, das ist gut. Kein Fernkampfschadensaktion durchs Bewegen. Warte mal, wer ist... Du bist auch Fernkampf. Du bist Nahkampf. Wobei, du könntest zaubern. Vielleicht. Die haben Kontrollzonen, die können sich also überall hinbewegen. Die haben Behüten und die sind sozusagen die Tanks, Billig-Tanks. Die sind so aggressive Attacker und die sind, ja, alles was in der Nähe ist, wird getötet. Im weiten Bogen an und verursacht Schaden an Zielen neben dem Ursprungsziel. Jawohl, die sind stark. Ja, die machen Schaden. Okay, wenn das sozusagen das Portfolio von denen ist, wird wahrscheinlich, wenn ich LOL spiele, Toxiologin, meine Lieben. Ja, wobei, die machen halt kaum Schaden. Also der Schaden ist halt erbärmlich. Und dann werden wahrscheinlich die Gelehrten meine Haupteinheit. Die Gelehrten sind sozusagen meine Bogenschützen. Wobei, Bogenschützen... Die Saboteure und die sind ähnlich vom Schaden her. Die sind besser als die. Ja, vielleicht gefällt mir. Also mindestens zwei Bogenschützeneinheiten ist ja mir das Wichtigste. So, Defense. Das ist sozusagen die Buff-Einheit. Was sinkt der? Zauberschadenstärke. Naja, wir buffen mal unsere kompletten Truppen. Das ist, glaube ich, nie schadsam. Dann mag ich es nicht. Wie weit könnt ihr laufen? Ihr könnt noch nicht so weit laufen. Dann mag ich es nicht, dass ihr existiert. Toll. Die 40 können nur den killen. Hätte ich mal vorher beachten müssen. Essenz vernichten, was war das? Ist irgendwas gemacht? Okay, das ist nicht so schlimm. Für einen Charakter, der kaum heilt, ist das nicht der Weltuntergang. Jawohl. Schwung. Da verspürt man einen ordentlichen Schwung. Hier kann ich nichts machen. Jawohl, das ist eine Fernkampfeinheit. Was? Der kommt durch. Ich dachte nicht, dass der durchkommt. Ja, da müssen wir was dagegen machen. Der hat halt unendliche Retaliation. Aber ich kann einen killen. Der kommt theoretisch nicht durch. Der wird von den dort unten gekillt. Deswegen machen wir den. Oh, jawohl, der hat Magie. Der hat Magie. I love it. Magie ist was Feines. Bitte nicht mir entgegenkommen. Danke. Highly appreciated. Hat wehgetan. Der macht mir mehr Angst, muss ich zugeben. Aber dadurch, dass es nur noch einer ist, ist das alles okay. Jawohl. Nice. Baron!
Was ist das für ein dummer Effekt? Was macht ihr hier? Die erwecken die Toten. Kann es sein, dass das der finale Kampf war bei dem Loot? Während der besiegte Baron in Ketten abgefügt wurde, fanden sich Paradine und Cecilia ein, um die verbliebenen Tapferstruppen in Augenschein zu nehmen. Paradine, führe unsere Truppen nach Lenzfeste. Vilja bereitet sich dort auf Hymans Invasion vor. Der Baron wird für seine Taten beim nächsten Konklave der Barone vor Gericht gestellt. Ich reise nach Grauturm und gebiete diese Verderbnis Einhalt. Sofort, Cecilia, aber Hammond war keine Freundin Lars. Wenn wir ihr von den Untoten berichten, schließt sie sich uns vielleicht gegen den gemeinsamen Feind an. Ich fürchte, Hammonds Wunden sind noch allzu präsent, aber du kannst versuchen, um Frieden zu ersuchen, mein guter Paradine. Ich bin bereit, ihr ihre traditionellen Besitztümer als Gegenleistung für ihren Eid und ihren Einsatz im Kampf gegen diese neue Bedrohung zurückzuerstatten. Vergebt mir, Herren, aber ihr riskiert die Barone zu bruxieren, wenn ihr nicht bei den Verhandlungen zugegen seid. Ein Risiko, das ich eingehen muss. Lothar, meine Vasallenbaronie. Meine Verantwortung. Ich mache Baronin Hammond klar, dass es unsere aller Ende sein wird, wenn ich diese Verderbnis nicht aufhalte. Ich baue auf Viljas Axt, unsere Lande zu hüten und dein Herz, Paradine, für uns alle Frieden zu erringen. Ritter, zu mir, wir reiten. Nein, der kommt doch in einer weiteren Mission vor. Und nein, ich habe die Mission abgeschlossen, ohne Stufe 16 zu sein und das ganze Gebiet noch nicht erkundet. Ah, Mist, das ist schlecht. Na gut. Der Verrat des Barons Aldus offenbarte einen neuen Gegner. Doch Cecilias treue Truppen waren bereit, sich der unsichtbaren Gesellschaft und den Untoten entgegenzustellen. Ungedachte aller Widrigkeiten. Foul Corruption met Cecilia with stout heart. Risen dead, created by some magic black art. Fought the fate, believe they've been betrayed. The Baron say was on its way. Kneel is dead, crush the dead. Ich würde gerne die Karte noch erkunden. No! Okay, Tod der Diplomatie. Das ist interessant. Ich dachte eigentlich, wir würden die letzte Mission, wir würden nach unten gehen sozusagen. Aber gut, so ist es dann eben. Wie es dazu kam, dass der Baron jetzt hier war, das erfährt man tatsächlich wahrscheinlich in den anderen Kampagnen, in den anderen Story-Kampagnen. Also in den anderen Story-Kampagnen geht es teilweise vorher, wird sozusagen vorher erklärt, wie zum Beispiel in der Lord-Kampagne, wie es dazu kam. Vielleicht wird da erklärt, wie der Baron so verblendet sein konnte oder wie er sozusagen sich mit den Untoten einließ. Man weiß es nicht. Was ich weiß, beim nächsten Mal werden wir dann mit Barja der ersten Mission anfangen, weil das chronologisch die allererste Story-Mission wäre. Das müsste hier das vierte Lied sein. Und naja. Da werden wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.